Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Halfway. Wir sind zurück in unserer wir sind zurück in der Basis und haben eigentlich nichts hier zu tun. Wir können mal die Leute ansprechen, aber eigentlich haben die keine storyrelevanten Elemente mehr. Außer, schau mich an, ich rede nicht mit dir. Denn wir haben ja zuletzt nur... Nur im Apartment die neue Waffe geholt. Ah ne, stimmt gar nicht, wir waren im Medical Center. Das war das. Ja, darf ich mit mir reden. Okay, der repariert oder verändert im Moment das Medical Center. Der Hund von Gina ist ein Killer. Okay. So, letztes Mal haben wir gesehen, wir sind noch nicht dazu gekommen, unsere Leute weiter auszubilden. So, Linda kann ich nicht verstärken. Machen wir Jenna noch ein bisschen stärker. Den können wir mal eben reloaden. Medikit Large, alles klar. Du hast noch den Devastator. Ich glaube, ich habe auch nichts Besseres bis jetzt gefunden für dich. So, du brauchst auf jeden Fall Munition. Du kannst die neue Tanksuit anziehen. Du hast noch eine Flakgun, aber die scheint immer noch okay zu sein. Der Professor ist eh okay, so wie er ist. So, 13. Der hat auch den Devastator noch. Jenna. Scout Suit. Ja, alles okay. Und die Nia hat auch eine Scout-Suit und ein Agility-Pack noch in der Hand. Ah, verdammt. Es kann negative Effekte haben, egal. Es hat irgendwie funktioniert. Naja, nimm mal auch eine Tank-Suit. Dann hält es ein bisschen mehr aus vom Beschuss her. Dann laden wir eben die Plasma Rifle nochmal. Dann können wir noch einen Standardmunition rübergeben. Und wir können die eine oder andere Waffe vielleicht auch recyceln. Weil ich brauche sie dann eh nicht mehr. Das Exoskelett recyceln wir auch mal. Eine Scout Suit 4. Was hat Sam im Moment an? Die Dreier, ne? So, der Prof kann die dann anziehen. Dann können wir das auch recyceln. Warum hat der jetzt 16 Schilde? Sogar einen Tick mehr. Weil er ja die 33% mehr Schildkapazität hat automatisch. Genau. Starten wir mal die nächste Mission. Das sollte nämlich wieder eine Story-relevante sein. Dass wir in Embers Kern einbrechen. Oder? Ja, der Mainframe von Ember. So, wir müssen Josh mitnehmen. Wir nehmen auch mit Sam und Nia. So, da sind wir. Wenn wir Glück haben, kann ich das System austricksen, indem es denkt, wir sind autorisiert und wir kriegen direkten Zugang. Und was, wenn wir kein Glück haben? Es scheint, also bis jetzt hatten wir nie besonders viel Glück. Ja, am schlechtesten...
Detour through the double door system. Also irgendwie die das Zwei-Türen-System müssen wir uns dann durchschlagen. Das wird ganz schön lange dauern. Unsere Gegner werden sehr viel Backup finden. Na, besser. Wir sollten dann anfangen oder wir sollten es so schaffen. Also wird auf keinen Fall funktionieren, das kann ich ja gleich schon mal sagen. So, Josh, dann geh mal ran. So, Identifizierung benötigt. So, lass mich das mal erledigen. Das ist es. Okay, das ist schlechter als ideal. Rennt. Toll. Denn die sind natürlich ordentlich. Oh, ich hätte die Schilde erst ausschalten müssen. Sehr gut, wenigstens schon mal einer tot. Dann können wir Josh nämlich hier hinten schon mal hinstellen. Und der kann jetzt einen Overlord machen auf die Schilde von dem. Schaden, okay. Jetzt darf man mal gespannt sein, was wir an Schaden noch reinkriegen. Ja, der steht schlecht, aber nur gegenüber den einen. So, weil du volles Schild hast, greifst du zuerst an. So, du greifst nicht den hier vorne an, das machst du. Dann ist er nämlich auch erledigt. Was ein Rumgeballer. Schön aufs Maul kriegen. Und der mit seiner eifernen Waffe. Komm nur. Piep. Oh, ein Traumschuss, Sam. Deine Eltern wären stolz auf dich. Aua, aua, aua. Aber irgendeiner muss den Steely kassieren. Ach, den Steely sah ich schon, also den Automatikschuss. Au. Töte ihn. So, scheint, als wenn wir Glück haben. Ich habe vergessen, dass das Terminal den Alarm aktivieren kann. Du hast es vergessen? Ja, sorry. Vergess es. So, was als nächstes? So, die Tür vor uns sollte uns in die Sicherheitszone bringen. Wir müssten uns aufteilen, weil das Sicherheitssystem in Reihe geschaltet werden muss, aktiviert werden muss, um durchzukommen. Ich mag diese Idee nicht, es gibt keine andere Möglichkeit. Aktuell nicht. Okay, aktiviere dein Nearfield Radio, also Walkie-Talkie, würde ich einfach sagen, und bleib in Verbindung. Josh, du gehst in die Second Party, leitest die Second Party und ja, lasst uns aufteilen und los geht's. Josh, kannst du mich hören? Laut und sauber.
So, Lennis, hier ist eine große Tür, die verschlossen ist. Geh bitte zum Sicherheitsraum und da muss ein, muss die Möglichkeit bestehen, diese Tür zu öffnen. Sobald das geschehen ist, können wir deine Tür auf deiner Seite öffnen. Okay, dann mal los. Roger that. So, Josh, du musst jetzt eh erstmal Heilung nutzen. Na, junge Frau, geh auch mal ein Stück vor. So, aktiviere Security Gate. Great. Die Tür ist offen und wir kriegen Besuch. Verdammt. Geht in Sicherheit. Ja, was machen die jetzt hier? Nix, ne? Die stehen hier rum und warten darauf, dass Kaffee gekocht wird. So, Josh, du wirst jetzt mal eben ein Schild überladen. Weil im Optimalfall kann ich direkt dann einen Gegner töten. So, da ich eh noch einen Schuss hab. Sehr gut. Traum. So, dann lad mal nach. Aua. Immerhin. Na, sie teilen sich den Schaden gut auf. Denn jetzt kann ich den zerstören. So, Lennis, sei vorsichtig, die Security Turrets sind aktiviert. Sie werden dich angreifen, sobald das Tor geöffnet ist. Genau, schau erstmal rein in den Container. So, das andere Security Gate wird geöffnet. Schön. Das ist so mega kacke gelaufen. Ich würde am liebsten... Was ist das denn? Ach, da kamen die Sicherheitstürme raus, ne? So, paralysieren wir mal ein. Und stellen den um die Ecke. Na? Und noch ein Schuss. Ich weiß gar nicht, wie lange das Paralysieren hält bei dem Gegner. Ich hoffe, es hält einfach lang genug. Fünf Schaden an den Schilden hat er jetzt nur gemacht. Das war's mit paralysiert. Stop kill me.
kann es vielleicht wieder paralysieren, ja. Dann sind wir auf jeden Fall sicher, was angeht mit dem Rückschuss. Töte ihn. Danke. So, vor mit euch. Wir müssen die nächste Tür öffnen. Ah, eine neue Tank-Suit. Ich glaube, so sind wir dann schon mal durch, oder? Ja, ein Traum. So, da ist der Terminal fürs Reinkommen. Wir haben doch noch mehr Stimpacks eingesammelt, ne? Genau, gib das mal zu Nia. Teilen wir uns schon mal ordentlich auf. So, aktiviere Security Gate. Auf in den inneren Kern. Das sieht nach Spaß aus. Ja, das ist Ember. Impressive. Beeindruckend, oder? Ein Zylinder. Sehr beeindruckend. So, beginn mal den Überschreibprozess, Josh. Wir sind nämlich nicht nur zum Gucken hier. So, sichert die Umgebung. Bam, 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 bam. So, und wie lange wird das dauern, Josh? Wartet eine Sekunde. Sieht nicht gut aus. Alle Terminals sind tot und nehmen meinen Input nicht an. Meine Eingaben. Kannst du es reparieren? Ich weiß nicht, ich brauche mehr Zeit. Ich denke, du hast nicht mehr Zeit. Ein Jump kommt. Autsch, das tat weh. Dieser Jump war irgendwie anders. Lennis, guck! Verdammt, was auf... Was auf Erden? Was ist das für ein Ding? Und wo ist Ember? Josh? Bleibt in Position, ein anderer Jump kommt. Feinde, ja, lass sie fertig machen und dann raus hier. Na? Headshot. Nur 8 Damage. Ich hätte auch die Schilde überladen können, ja. Ach, oben sind auch noch welche. Verdammt. Das könnte noch witzig werden.
Ach, da wollte ich mich hinstellen. So, tot. Auch gerade mal 7 Schaden. Sind erstmal eher Distanzkämpfer, ne? Weiter ist nicht drin. So, 1, 2, 3, 4, 5 müssten noch unterwegs sein. Also beziehungsweise 4, 5 Gegner müssten es sein insgesamt. Keine Munition. Wer hat noch eine Granate? Na, ah, er schafft nicht, sie zu töten. So werden wir auch endlich mal die Granaten ein bisschen los, ne? Tot. Nachladen. Und wir warten jetzt, dass die kommen. Und sie werden kommen. So, du hast noch volle Schilde. Also musst du den ersten Angriff durchführen. Tot. Und noch 3 Schuss im Magazin. Beziehungsweise 3 Salven. Au! Vor allem jetzt sind deine Schilde aufgeladen, ne? Das ist wieder typisch. So, das war der. Das war's. Raus hier. Okay, Ember ist schon mal ganz weg. Ich dachte, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ja, das sieht schlecht aus, die Goya zurückzubekommen. Was war das im Serverraum? Wenn die Eindringlinge ganze Teile vom Schiff rausporten können bzw. auswechseln, dann sind wir nirgendwo sicher. Ah, exzellent. Everyone's already gathered. Hm? Ach so, alle sind schon um das Missionsterminal versammelt. Super, ihr seid alle da. Ich denke, jeder weiß, wie unser Ausflug zu Ember geendet ist. Wir brauchen einen Plan. Irgendwelche Einfälle? Es bringt überhaupt nichts, irgendwas zu machen. Ohne Ember sind wir eh des Todes. Schaffer, solange du nichts Konstruktives zu sagen hast, bleib bitte leise. Danke. Irgendjemand sonst? Wenn wir irgendeine Chance haben wollen auf Erfolg, müssen wir die Kontrolle über Goliaths Brücke wieder erlangen. Ich denke, alle werden mir zustimmen, oder? Ja, los geht's. Das Sicherheitssystem ist immer noch gegen uns.
Aber wir brauchen nicht unbedingt Ember, um die Kontrolle von Goya zu erlangen. Wie soll das funktionieren? Naja, wir haben immer noch Alice. Wenn wir an das Navigationsterminal kommen würden auf der Brücke, könnte ich Alice direkt mit dem Jump Drive Control verbinden. Also mit dem mit dem Hyperspace System. Und kann es runterfahren. Keine Jumps bedeutet keine Eindringlinge. Das mag ich. Mach weiter. Erzähl weiter. Alles, was ich tun muss, ist Alice zu optimieren. Achso, alles, was ich tun muss, Alice so zu optimieren, dass ich sie einfach umhertragen kann, beziehungsweise dass sie transportfähig wird, mobil. Dann hast du jetzt zu start, dann musst du damit jetzt anfangen. So, wir haben einen Plan. Was passiert, wenn wir die Brücke haben? Aber wie werden wir da hinkommen? Mit aktivierten Sicherheitssystemen gibt es keinen Weg, um durch den Main Entrance zu kommen. Und was ist, wenn wir den Mantis Access nutzen? Also unter der Goliath. Naja. Also beziehungsweise diese Wartungsschächte, würde ich sagen. Die sind normalerweise nicht besonders geschützt. Ich habe sie häufig besucht. Naja, und ein Brückensystem erlaubt uns keinen Zugriff ohne Klasse A Verfügung. Aber wir haben ja Schaffer hier mit uns. Also Schaffer ist ja hier. Das könnte funktionieren. Alles klar, lass uns nicht mehr Zeit verschwenden. Schaffer, du kommst mit mir. Ich werde das restliche Team zusammenstellen in einer Minute. Die anderen packen alles zusammen. Wir müssen unsere Base hochschaffen zum Kommandodeck. Ja, damit wissen wir schon mal, was wir zu tun haben. Wie es weitergeht beim nächsten Mal mit eurem Doc, wenn es wieder heißt Let's Play Halfway. Ciao!